Weiter geht es mit einer neuen Folge Dead Island Riptide mit dem Street Fighter Experte Sam B. Was geht ab? Erstmal, direkt am Anfang, Spin Kick. Yoda Flame. Sie sollen kommen. Ich meine, es gab zwar keinen Street Fighter Charakter, der einen Stock hatte, aber wir improvisieren jetzt einfach mal. Beißen mit einem Stock. Der wäre übermächtig, oder? Hätte der einen Stock, der Mann. Der ist ja so schon voll der Badass Motherfucker, Mann. Niemand könnte ihn stoppen. Ich meine, ich habe nie mit Beißen gespielt in Street Fighter, aber es ist ein mieser Charakter, auf jeden Fall. Niemand könnte ihn stocken, vor allem. Okay, wir machen auf. Minen machen Boom. Ganz genau, Minen machen Boom, das durften wir ja schon. Ich habe es gelernt, Beta eher weniger. Schwarze Leute können nicht in die Luft gejagt werden. Ja, Minen und ich. Ich bin mittlerweile eh immun gegen Explosionen, habe ich das Gefühl. What? Sie ziehen. Dann bleiben wir denn stehen? Ich weiß es nicht. Auf einmal haben die mich auf die Beifahrerseite gezogen. Okay, ich bin down. Dann haben wir 4000 Eier geklaut. Alter, wie viele sind das? Zieh's dir mal rein. Warte mal ganz kurz. Molly ins Wasser. Was ist das? Ist kein Molly? Okay. Hadouken! Ja, den hab ich getuned. Der ist gar nicht Yoda so schlecht, Flame. Ich. Oh, Jesus Christ. Ach ja, richtig. Ich kann dich in die Luft jagen. Ja, du kannst mich in die Luft jagen. Ich hab's vergessen. Heil mich doch wenigstens. Ich hab keine Medikits. Jesus Christ, dann jag mich nicht in die Luft. Ich hab keine Kohle mehr. Ich hab das nur getan, weil ich dich liebe. Das ist gelogen und das weißt du. Liebevolle Strenge. Liebevolle Strenge, auf die ich verzichten kann? Warte mal, hier drüben gibt's, glaube ich, Granaten. Dann sollten wir dich davon fernhalten, meiner Meinung nach. Ich finde, ich brauche mehr Granaten, oder? Grübelgranaten. Okay, fahr. Nicht stehen bleiben, bitte. Ganz kurz hier drüben hin, wegen den Granaten. Okay, warte mal. Ja, meine Alter, okay. Thors Hammer des Todes. Der fette Fuck, der einfach platzt, Mann. Das ist nichts mehr als heiße Luft bei dem. Heiße und Luft und Männersperma. Lava-mäßig heiße Eingeweide, das muss ja unglaublich wehtun, wenn die Explosion vor allem ist. Lava-mäßige Lava-Hoden? Ich weiß gar nicht, ganz ehrlich, wenn einfach nur so ein Mensch neben dir explodieren würde, das wird mich doch nicht verletzen. Eigentlich. Du meinst, wenn ein Mensch neben dir explodieren würde? Wenn ein Mensch neben mir explodieren würde, was interessant wäre. Wärst du ja nicht verletzt, weil seine Körperteile in dein Gesicht splattern? Okay, das wäre blöd, wenn ich dann einfach einen Ellenbogen abkriege, der halt nicht mal mehr an irgendeinem Arm angebracht ist, aber der ist halt immer noch ein Ellenbogen und hart. So eine Rippe mies durch die Brust durch? Oh, das muss nicht sein, nee. You ain't pretty no more. Oh, drüber. Oh. Wow. Ey, die ziehen einem irgendwie raus. Ich hab so einen Bug. Die Bugger, ja, ich weiß nicht. Den grabbligen Fingern, Mann, wir sind nicht die Finger von uns lassen können. Ich meine, ich kann's verstehen. Die kleinen Grappli-Dudes. Was sagst du? Die kleinen Grappli-Dudes. Ja. Da einsteigen hier. Wo habe ich eigentlich die ganze Health verloren? Ich glaube, wir müssen hier raus, oder? Kann das sein? Ich habe irgendwie keinen Marker. Wo sind wir denn? Also, wir sind... Marker für diese verdammte Mission. Auf Palorca. Auf Palorca. Oh, okay. Und Ballermann-Zombies wollen uns ans Leder. Ballermann-Zombies, Mann. Komm mit Eimern angerannt. Trink aus meinem Eimer! Mit dem überlangen Partystrohhalm die Augen auspieken. Das wäre richtig mies, oder so? Er hat sich so eine Freddy-Klaue aus Partystrohhelmen gebaut. Kratzt dir damit das Gesicht kaputt. Ohne Witz, sie sind zwar nicht ziemlich spritz und so, aber will ich auch nicht ins Gesicht kriegen. Elektro-Body-Check, why not? Oh Gott, der Alter, hat er dir gegeben! Moment, der ist groß? Der ist glaube ich groß. Nein, der ist nicht groß, aber er tötet mich trotzdem, weil ich keine Ausdauer habe. Peter! Ja? Du lässt mich hängen, dein Brasch! Nein, ich habe ja eigentlich geguckt, ob ich irgendwas Explosives finde. Weil ich dachte, er ist groß. Oh Gott, hier ist ein Fetter. Ich komm zurück. Ja, jetzt wo ich gewonnen habe, wo ich die Welt gerettet habe vor Poloshirts. Vor drei Typen in Poloshirts. Gibt es was Schlimmeres? Kannst du dir irgendwas Schlimmeres vorstellen? Ich mir nicht! Achtung, ihr trägt ein Poloshirt! Vier Typen in Poloshirts. Das stimmt. Das wär mal einiges furchtbarer. Zwei von den Typen sind Hitler. Oh Gott, da ist hier so. Oh fuck, nein. Ich bin ja, tot. Wir haben Dancen. Was war das denn? Hey, Medikit, Beta. Medikit. Medikit?
Ich bin tot. Ah, du bist tot. Na, oh, 4000. Danke, Peter. Sorry, du sagst nur Medikit. Ich dachte, du hast es gefunden und freust dich. Nein, das heißt sowas wie, ich bin tot, Medikit, Peter. Medikit. Okay, okay. Medic. Soll so eine Medic-Taste. Die sollten schreien, finde ich. Ohne Scheiß. Jetzt mal, also die Charaktere in Game. Dass man es auch hört. Irgendwie. Wäre irgendwie nützlich und praktisch. Irgendwie schon. Oh ja, nein, ich habe ein Tagebuch gefunden. Ah, oh, verdammte Scheiße. Mein Beileid. Böse Flüche. Macht einfach Spaß, Leuten auf den Kopf zu treten. Und sagen, was du willst. Einer deiner vielen Hobbys, huh? Einer meiner vielen Hobbys. Hä? Warte mal, bin ich in der Startbasis? In der Startbasis? Ja. In welcher Startbasis denn? Na, die mit der Brücke, die gebrannt hat. What? Genau, okay. Da bin ich. Ich lausche jetzt im Tagebuch. Lausche dem Tag, ich komme angerannt. Ich laube in die Richtung. Bist du denn 230 Meter von mir? Okay. Ich sag, ich bin ewig weit weg. Stirb doch endlich, Frau. Ey, warum bin ich hier gelandet? Jetzt höre ich hier Soldaten, die ausmoven. Soldaten, die ausmoven? Es ist gar nicht gut, wenn Soldaten ausmoven. Da passiert irgendwas Schreckliches. Ist es irgendwie Bodenlüften oder? Moving out, das bedeutet so viel wie, wir gehen raus und geben Leuten auf die Fresse. Ah, okay. Doch kein Free Will. What the fuck? Komm, ey. Irgendwann. Wo ist mein... Okay. Fies. Richtig fies. Heilige Scheiße, ist ja voll der... Haus Gottes? Wo ist das Haus Gottes? Hast du es gefunden? Peter Gott betritt das Gebäude, aber das... ist meine Mission. Das ist meine Haus Mission, Gottes? Alter. Wohin, Peter? Ich würde ganz gerne mitgehen. Ich bin gerade nur in das Gebäude reingelaufen. Ich dachte, hier bist du drinne. Nein. What? Also im Großen und Ganzen fühle ich mich göttlich genug, mich dieser Mission anzuschließen. Moment. Ja, du bist 100 Meter von... What? Okay. What? Lauf am besten mal in meine Richtung. Ich dachte, du bist hier. Ich habe irgendwie einen falschen Weg genommen, glaube ich. Also bist du jetzt beim Haus Gottes oder nicht? Ich bin beim Haus Gottes, ja. Oh, Express tot. Wieso denn das? Das ist einfach nur ein gewaltiger Typ. What? Ah, shit, der hat einen Rucksack. Oh Gott, das sind die Schlimmsten, Mann. Und wenn er rauskommt, ist kein Rucksack, ist ein Protonenpack. Alter, what the fuck? Echt jetzt? Der eine rappt mich, der andere rapen mich währenddessen. Bist du tot oder wo bist du jetzt? Ich bin tot im Haus Gottes. Das Haus Gottes ist mega mies oder was muss man sich denn da jetzt drunter vorstellen? Das ist eigentlich nur ein Haufen alter Steine und Bretter. Also ist nicht so arg viel fancy Zeug hier. Aber du sollst es doch säubern. Ich versuche es. Wie gesagt, Express tot. Wichtige Säuberungsarbeiten. Mit der Amazon-Drohne angeflogen. Amazon liefert demnächst Waffen. Per Express-Drohne. Würde mich nicht wundern. Oh, Jesus. Ey, bei dir gehen voll die Abenteuer, bei mir ist gar nichts. Was ist Abenteuer? Ich loot hier so ein bisschen. Wurde gerade von einem Zombie überrascht, als ich einen Propangastank klauen wollte. Moment, das Haus Gottes soll irgendwo da hinten sein. Wie komme ich da hin? Oh mein Gott, Moment. Ist da irgendein krasser Dude? Oh, Der göttliche Mike? Das war's mir wert, Alter. Das war's mir wert. Schon wieder tot? Ja, ich habe mich selbst in die Luft gejagt dieses Mal, aber ich glaube, ich habe so gut wie alle Zombies mitgenommen in den Raum. Hoffentlich. Wenn du die Mission abschließt, bekomme ich dann auch alles? Bitte? Wenn du die Mission beendest, bekomme ich dann auch... Hat Mission beendet, Haus Gottes? Normalerweise schon, oder? Ja, eigentlich schon, war ja bisher auch immer so. Falls ich es wirklich irgendwie sollte hier in der Zeit. Oh Mann, die Alter, Ausdauer große, in dem Spiel Alter. Ist so beschissen scheiße mies. Der große fickt mich. Warum habe ich hier keine Ausdauer? Okay. Das ist immer noch nicht der verdammte Molly. Das ist ein Hammer. Warum kriege ich den Hammer in die Hand, weil ich den Molly ausfähle? Ich gehe hier drauf, weil mich eine Horde Zombies vergenusswurzeln will. Oh Mann, das ist mies. Ich bin wirklich gestorben. Ich bin wirklich gestorben. Nein. Nicht mal. Er hat ihn einfach reingeschoben. Die Miesen, Mann. Er hat einfach gesagt, hey, Surprise, Buttsex. Was ist das denn? Oleander.
Who's next? Ich mach meine Brandwunde schmieren. Hey, sag mir bitte nicht, ich hab meinen heiligen Stock. Ah, hier ist mein Stock. Alles gut. Keine Panik. Stock ist noch da. Ich muss diese Jungs töten. Oh nein, ich hab meinen Knüppel verloren. Hab ich schon wieder meinen Knüppel verloren? Schon nee, hier liegt hier drüben. Alles cool, Leute. Alles cool. Der Mann hat einen Knüppel. Oh. Why? Warum bin ich jetzt da hinten gelandet? Und jetzt bin ich wieder da, wo ich gestorben bin. Also eben gerade mein Tod war eine ganz, ganz merkwürdige Kiste. Und aber irgendwie ist es nicht mit rechten Dingen zugegangen, Junge. Also irgendwas lief da ganz schön schief. Absolut. Meistens der Fall, wenn man stirbt. Oh! Was ist das denn? Oh shit, ich hab... Wo hab ich denn den Harpunenwerfer da? Fuck, ich hab ein Tagebuch aufgesammelt. Mein Beileid. Alter, Beta ist doch ganz in der Nähe. Wieso komme ich da nicht hin? Da ist voll der Geschrüppwald in... Ja, übel. ...im Weg. Ach, deswegen dachte ich auch, dass du hier bist, weil ich dachte, es ist irgendwie noch 100 Meter. Ja, und wie sieht's jetzt aus? Haus Gottes ist fertig, ja? Haus Gottes ist irgendwie... glaube ich, fertig? Nein, irgendwie nicht. Irgendwie nicht, ne? Es fehlt noch. Ah, säubere das Missionsgebiet. Hier sind immer noch welche drinnen. Warte, ich komm. 16 Meter noch. Ich unterstütze dich mit meinen krassen... Ach, fett die Bonzenfähigkeiten. Ich bin weiß, reich und gut aussehend. Fuck me, I need to get my ass to the gym. Get her down. Oh nein, da ist auch ein fetter Mann bei mir. Auch noch ein fetter Mann bei dir, okay. Ja, die Fetten greifen wieder um sich. So, der Freigang bekommen. Mhm. Camp Specko. Oh, danke schön. Dann werde ich mal auf, mir ins Ohr zu schreien. Wow. Eine alleinerziehende Mutter. Voll am Durchdrehen. Oh, das sind die Schlimmsten, Mann. Hat die so ein Ich-will-mit-dem-Manager-reden-Haarschnitt? Ja, so einen kurzen, die... weißt du, praktisch. Einfach nur praktisch. Aber nur praktisch, aber Moment, furchtbar. Haus Gottes ist nicht sogar die Story? Es ist ich habe aussehen die Story mit. Fuck, ich werde vergewaltigt. Ach, da bist du. Help me! Nein, geh weg, Peter, geh weg. Nein, ich trage das Ding die ganze Zeit schon rum. Alter, der brennende Zombie ist direkt auf mich draufgeflogen. Ich habe voll den Schaden genommen. Echt jetzt? Irgendwie schon, ja. Das war nicht so gut. Okay, Moment. Wie sieht der eigentlich aus, Mann? Hat der Rahmen auf dem Kopf? Also die Nudel, also keine Bilderrahmen. There's a door here. I got some stairs that lead down into a crypt, Hardy. Here's the entrance. Is it accessible? Hier drüben. Flooded. Oh. Shit. All right. Stay there. We're on our way down. Maybe Trevor can figure something out. Oh, great. I'll just stand here, wait to get eaten. Fuck me. Jetzt kommt der Kollege mit der Pumpe vorbei und pumpt das Wasser raus, oder was? Jetzt rufen die einfach die Feuerwehr, oder wie? Smiling Wayne. Wurde gebissen? Alter, der Bruder mutiert doch. Meinst du? Ja, natürlich. Da wir sind Speichel abbekommen. Okay, Wayne war der immer glücklich ist, ne? Ja, schon. Selbst als er gebissen wurde, hat er irgendwie gelächelt. Hat ihm irgendwie gefallen. Irgendwie, ich glaube, er mag einfach die Aufmerksamkeit. Er hat so ein richtiges Afrika-Gesicht. Und was machst du, Wayne? Ich hab das Afrika-Gesicht. Es muss einer dabei sein. Hallo? Kannst du ohne einen Typen mit Afrika-Gesicht in den Dschungel gehen? Nee, das geht gar nicht. Heute sind die alle hier. Das ist unser neue What Basis the fuck? Hier drüben. Ganz viele Bomben. Bomben? Ich habe irgendwie 12 Sprengminen mitgenommen. Sprengminen? Okay, wir müssen mit Smiley und Trevor reden. Also, drüben. Ich habe einen Zaun. Warum habe ich einen Zaun? Ah, wir müssen hier wieder Zäune ranmachen. Na, schon wieder? Elektrozäune dieses Mal. Ich glaube, wir müssen hier hin. Oh, Minen machen Bomben. Ah, okay. Nice. Das heißt, hier geht die Mission dann weiter. Okay, du musst hier rein. Wir müssen... Komm sofort, ich mach nur kurz den Zaun ran.
Alles klar, ich habe eben gerade die neuen ultra krassen Sprengminen bekommen von Zoe. Oha, was ist denn da los? That's a shit ton of water. You got any tricks up your sleeves? I need a pump. Before we left, I talked to an old man from Halai. He worked in these tunnels when the Aussies were here, and he said there's still equipment in a workroom not far from here. There should be a pump in there. Can you bring it back? You got it. Die heilige Pumpe. Once you bring the pump back, I'll take care of this water. Ist ja auch keine Kunst, ne, wenn man eine Pumpe hat. Pump up the volume. Echt jetzt? Pump up the volume. Pump up the jam, oder wie? Ah, what? Alter, wir kommen jetzt hier raus. Ich meine, war das so klug? Kannst du einfach hier hochlaufen und rüberspringen. Easy peasy. Sind die... Ich glaube, die sind noch tot. Seid ihr tot? Ja, ich glaube, die sind noch tot. Ich schlag trotzdem drauf. Zur Sicherheit. Haben wir noch das Genick brechen. Was denn? Geht es nicht? Kann ich nicht. Nee. Du siehst auch leicht verloren aus mit dem Stock in der Hand. Aber irgendwie geht das nicht. WTF? Kann man das Boot irgendwie raussprengen? Aber ich kann doch Boot fahren. Vielleicht geht es einfach nicht. Es gab doch auch irgendwie ein anderes Boot. Ja, nimm du mal hier das Steuer und guck mal, ob es bei dir geht. Nope. Fantastisch. Broken. 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 Okay, wir können uns aber da mit Schnellreise hin teleportieren. Ah, okay. Gut, innen drin ist ja eine Schnellreise. Wir können vielleicht kein Boot fahren, aber wir können teleportieren. Wollte gerade sagen, okay. Das ist eine Alternative, die sollten wir auf jeden Fall wählen. Okay, ich habe keine Ahnung, wie der Laden heißt. Wohin? Oh, warte mal. Santa Maria. Santa Maria. Ach, Santa Maria ist das hier, wo wir sind. Alles klar, das ist Santa Maria. Willkommen in Santa Maria. Vielleicht Halai? Halai ist ja Halal, Mann. Ach nee, wir haben's. Halal. Was haben wir gerade? Naja, hier. 60 Meter. Ah, ja. Wunderbar, direkt neben der Pumpe gespawnt. Boah, geil, Industrieline. Den werde ich mal heute Nacht in den After schmieren. Was denn? Hab ich gerade Portal-Boots angehabt, bin ich so hochgesprungen. Der gute alte Industrieleim, Beta. Der gute Industrieleim. Schmier dir ein bisschen Industrieleim in den After und schon hast du einen tollen Abend. Ich glaube, es liegt wirklich am Leim. Egal, ich hau die weg. Pass auf. Tu es. Let's do this. Wunderschön. Ey, da waren wir noch so. Oh, fuck. Oh, da ist ja noch einer. Mal. Ich kann mich daran erinnern, da sind wir auf jeden Fall schon mal irgendwie rangeklettert. Wir waren schon mal dort, ja. Ja, mit diesem Jumping-Puzzle in Anführungszeichen. Achtung, der puked. Der macht Backdoor-Puking. Immer schön ins Nackenfett. Ach nein, hier müssen wir doch Jump'n'Run. Es ist erst gut, wenn es heute Abend noch wackelt. Da drüben ist eine sehr große Frau. Bring sie um. Sie bringt mich um. Ho. Ja, genau, das war doch das mit den heftigen Jump'n'Run-Attacks. Dann hier hin. Fuck! Bist du unten? Ja, aber das ist eine Leiter. Stimmt, hier war eine Leiter. Ach, da war eine Leiter, stimmt. Da war eine Leiter. Ich hab's ja erst zehnmal versucht und dann habe ich gesagt, oh, da ist eine Leiter. Ich dachte mir auch ganz, ah, wieder hoch, oh ne, da ist eine Leiter. Nimm doch einfach mal die günstig platzierte Leiter, Moment, weil sie genau wussten, Jump'n'Run, Alter. Ich werfe einfach mal eine Mine da unten rein. Mist, das wird nichts. Der legt sie genau da vorne hin. Verdammt, ich will sie werfen. Oh, hat funktioniert. Nice. Und der Drop. Okay. Oder auch nicht. Alles tot? Bitte? Ja, der ist noch einer. Kannst du bitte aufhören zu klettern? Springst du mir auf den Nacken? Oh, fuck. Warum tust du sowas? Ich weiß es nicht. Ich wusste nicht, wie viele Minen ich da unten reingeworfen habe. Das tut mir echt leid, ich habe das nicht böse gemeint. What the fuck, der eine ist voll groß und dünn. Musst du jetzt alleine machen. Irgendwie ich hab meinen Sound gesprengt. Mein Sound ist auch weg. Jetzt habe ich ihn langsam wieder. Das ist ganz merkwürdig. Der Tontechniker war da unten, ist gestorben. Echt? Zu Recht. Fuck, Peter, so aber hier sind große Jungs. Willst du mir nicht helfen? Ich bin draußen, du hast mich rausgesprengt. Das war aber nie mein Plan. Ich wollte dir eine milde Sprengung geben, um dein Gemüt zu erheitern. Jetzt bin ich tot. Dein Gemüt zu erheitern. Du musst da unbedingt rein, Peter.
Du bist sehr verschont. Ja, ich komme ja schon. Ein sehr verständnisvoller Typ, ja? Ich merke das schon. Du merkst, wenn Leute Explosionen wollen. Oh mein Gott! Oh, ich bin schon wieder tot. Da drin waren 20 Selbstmörder. Selbstmörder? Wo kamen die her? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, du hast sie alle gekillt. Bump in the night. Bump in the... Ist da noch jemand? Ja, hier ist doch ein ganz, ganz großer Dandy. Come and get down. Ja, dank meiner tollen Sprengfähigkeit, die ich aus Nazi-Zombies übernommen habe. Die mir fast mein Leben gekostet hätte. Oh, Schwerlastpumpe. Ist das, was wir brauchen? Ja, aber dafür war ich schnell und effizient. Gut. Beta, man kann nicht alles im Leben haben. Leben? Ja gut, aber Leben wäre geil. Wir leben dann. Ich brauche nichts anderes, wenn ich kein Leben habe. Willst du denn wirklich leben? In dem Wald, ganz ehrlich, nicht wirklich. Aber siehst mein du? Money! Was willst du denn damit machen? Ist das ein Plan? Nee, ist Metallschrauben. Habe ich eben gerade wirklich einen Zehnradbrecher eingesammelt? Ein Zehnradbrecher? Nee, ein Zehrend. Zehrend. Ach so, Zehrend, okay. Ach, jetzt sehe ich es auch. Zehrend. Gott, habe ich heute irgendwie Legasthenie zum Frühstück gehabt? Ich hab's auch, Mann. Ich keine Ahnung, die Hitze, die macht mich total. Heute Nacht, was ist bei dir los? Baller. Ich glaube, heute gehe ich auf dem Dudenbett ein bisschen Haier machen. Ohne Witz, wäre nicht schlecht. Mein Zeug ist eigentlich noch erstaunlich fit. Dafür, dass du dauernd stirbst, ja? Ja. Was machen wir eigentlich damit? Komm, Bobo, trag du. Müssen wir jetzt 400 Meter transportieren? Ja, mit dem Boot, oder? Können wir doch ins Boot packen, oder? Ah ja, okay. Wollte gerade sagen. Das wäre ziemlich hart asozial. Das wäre ultra bescheuert. 400 Meter mit dem Motor durchs Wasser warten. Verdammt, aber ich will Schnellreise. Ja, geht leider nicht. Fang meinen Stoff. Und der hier auch noch. So macht man Brei. Ich glaube, das war das Boot. Also wenn sie ploppen, dann oh Gott. 90% der Fälle Boot. Fucker. What's next? Weit, 300 Meter sind gar nicht so wirklich weit mit dem Boot. Wenn man richtig ist. Wenn man richtig ist. Das ist allerdings wahr. Das ist immer die große Frage hier. Schau mal ganz kurz, ob wir richtig sind. Achtung, du wirst genascht, Peter. Genascht, oh Gott, wenn ich rausziehen will. Ich hab einen unpassenden Bart. Nein, hier sind wir, oder? Kann man hier durch? Wow. Oh Bruder. Gott, das ist doch der gleiche. Derselbe Bart. Der joggt halt dem Boot hinterher. Aber die sind verwandt, aber das war der gleiche Mann. Hat doch den Schmutz erkannt auf seinem Shirt vom Mittag halt. What the fuck? Da hat jemand Freunde. Ich merk schon, ja. Die mögen mich wirklich. Endlich mal Leute, die mich verstehen. Wobei sie nicht verstehen, dass sie die Finger von mir lassen sollten. Ist auch wieder falsch. Beta, bin ich richtig? Ja, ne? Ah, ja. Ja, wir sind relativ gut. Das passt. Und Landing. Jawohl. Smooth. Achtung, hier genau kommt noch ein verdammter Ertrunkener. Ich habe das Ding mitgebracht. Deswegen frage ich, wie kriegen wir es da gerade? Ich werf's drüber. Hier, warte. Bump in the fucking night. Heftig, Mann. Die Arme, hast du es gesehen? Hat da jemand aber trainiert? Schnell auf meinen Motor über den Zaun werfen. Okay, das ist echt heftig. Na gut, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie immer, danke fürs Zusehen. Fuck, ich hab ein Tagebuch. Ach, scheiße. Okay, bis zum nächsten Mal. Bewertung nicht vergessen. Immer schön schwitzen. Und tschüss. Haut rein.